Einen wunderschönen guten Tag zu dem ersten Frage-Antwort-Video 2023 im neuen Jahr. Also, wenn wir doch, wir haben, also es gibt ja schon ein Video, das glaube ich geht heute online. Das ist richtig. Wie lädst du das eigentlich hoch? Das ist schon hochgeladen. Achso, du das musst noch aktivieren. Das habe ich ja schon fertig geschnitten. Ah. Ich muss nur noch ein Titelbild machen und dann der Mann ist so gut vorbereitet. Wie wir mit unseren Pullovern heute. Ja. Wir sind wirklich das Team. Das ist richtig, das Team. Vielen Dank nochmal an Nico auch an der Stelle. Genau. Dass er uns einmal gescheit eingekleidet hat. Das ist richtig. Ich gehe jetzt nach Unterhose. Ich gehe vom Nico auch nach Unterhose. Da sieht man die ganze Zeit immer meinen Bauarbeiter-Dekolleté. Ich kriege jetzt so ein Ding, so ein Ganzkörper-Suit hat er mir bestellt, weißt du? Das bis hoch geht hier. Ja. Normal brauchst du einfach so einen Meister-Kittel, der so ein bisschen lang ist. Oh, was mit so großen Ärmeln. Das wäre was. Ich komme jetzt immer hierher zum Schrauben mit so einem Meister-Kittel. Gibt's das eigentlich noch? Gibt's noch so Leute, die mit so einem Meisterkittel rumlaufen? Ich habe lange keinen mehr gesehen, aber früher gab es bei Mazda gab's ja auch richtig geil. Also ich weiß, so ein dunkelblau. Mein damaliger Meister, der war ein bisschen kräftiger, aber nicht so groß. Das sah nicht aus wie ein Kittel, sondern eher wie so ein Bummhaken. Also, da ging das eher. Ja, es war ja auch, man muss eins sagen, wenn die Leute damals auch in die Firma reinkamen, so in die Werkstatt, wenn der Meister kam und hat so einen Kittel angehabt, das war so wie Batman und Superman in einer Person. Safe. Und da wusstest du direkt, jetzt ist Ruhe im Karton. Das ist aber auch, ich kenne noch so TÜV-Prüfer. 1, 2, dass wenn die zum Prüfen kommen. Wir haben auch noch einen davon. Dann werfen die das Ding über. Dann weißt du auch ganz genau, mit dem diskutierst du nicht. Ja, der ist Next Level. Genau. Der guckt aber auch mal eigentlich nicht. Weil der ist so alt, dem ist eh scheißegal. Der macht da nur so mit Licht so. Habt ihr schon mal geguckt? Ja. Ja, komm, hau mal jo, raus. Sollen wir loslegen? Ja. Zu den Workshops. Tim Ebinal fragt. Ich bringe dir das Schraubenbei. Workshop für einen Turbo-Umbau wäre richtig cool. Wo würde sowas denn circa preislich liegen? Stattfinden würde das hier beim Auto aus Webe, die ganze Nummer. Da sehe ich mich ja. Da stehe ich rechts außen und die ganze 3 Bühne sind voll mit so Autos. Ja. Und dann kann ich von oben mit so einem Mikrofon. Bühne links außen. Nein. Da gibt es auch jetzt ein Video heute zu. Ist richtig. Genau. Also diese Fragen zu dem Workshop-Thema werden alle oder wurden dann, ich weiß, wann kommt das Video? Wurden gestern beantwortet. Genau, die wurden gestern beantwortet. Ja. LAR fragt fürs Q&A. Hallo, ihr positiv gemeint leicht gestörten. Da ich den Krümmer und Zylinderkopf eh runter habe, 1,6er MBFL, würde es Sinn machen, den Krümmer, in Klammern Original, zusätzlich mit Hitzeschutzband zu umwickeln. Meine das vor Jahren, was gelesen zu haben, pro, contra, dass sich der Krümmer aufgrund thermischer Belastung mit dem Band verzieht. Gibt es von eurer Seite Erfahrungswerte? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Danke. Und übrigens, der erste Buchstabe von dem Profil ist kein I, ist ein I, kein L. Also IAR. Ja. Hast du wieder falsch gesagt? Ja. Ja, gut, das sieht man halt nicht, ne? IR heißt der. Ich habe eine Ring um meine Eier. Ja, also. Hat er einen Gusskrümmer oder einen Stahlkrümmer? Nein, das ist nämlich 5 NBFL. Also ein Sauger oder ein Turbo. Nee, Sauger. Ja, das kann man schon machen, aber ist egal. Kann man schon machen, ja. Das kannst du auch. Das halt, Leistung, sagt man. Weil dadurch, dass du die Hitze länger in den Krümmer drin hältst, hast du eine höhere Abgasgeschwindigkeit im Krümmer. Ja. Und dann soll wohl die Sogwirkung eines Krümmers höher sein, wenn er nicht gewickelt ist. Gab es mal so Vergleiche, aber man konnte es nie so richtig. Also ich glaube, wenn jemand Thermodynamik studiert hat, dann könnt ihr jetzt dazu mehr sagen. Habe ich leider nicht. Hast du nicht? Nee. Die einzige Thermodynamik, die ich studiere, ist eine Sauna. So. Ja. Über meinen eigenen Körper bei 90 Grad. Wenn wir hier in der Sauna ist, da ist auch andere Leute, die da was anderes noch trainieren. Ja. Was soll das denn heißen? Den Brechreiz maximal weiter rauszuheben. Zum Beispiel. Nein, ich sehe nur einen, glaube ich, einen negativen Aspekt, aber das ist eigentlich immer nur, wenn du so einen Krümmer in der Sauna oder beim Krümmer? Ja, wenn du einen Krümmer in der Sauna abwickelst, ja. Kommt auch öfters mal vor. nee, und du wickelst den auf und der war halt, keine Ahnung, 3, 4, 5, 10 Jahre eingepackt. Also ich hatte das jetzt gerade bei RX-8 Krümmern, hatte ich nämlich 2 hier liegen gebrauchte. Ja. Die waren eingewickelt, ausgewickelt, die sahen halt echt furchtbar aus, so rostig. Das ist normal, ja, das ist normal. Weil du ziehst halt das Wasser auch damit, dann bleibt es ja erstmal in den Band stehen, aber wird das Ding wieder heiß. Und dann hast du halt, glaubst du. Du tötest halt in gewisser Weise das Material, ne, weil du erst über die ganze Hitze da drin. Aber ich sag, wenn dann so ein. Also zum Beispiel unsere Krümmer von MX-5 und die Racing Beat Krümmer und beim RX-8 genauso,
denen hat das nichts ausgemacht. Wenn du aber so ein richtig günstiges China-Ding hast, so aus diesem 08er Dosenblech und das dann noch wickelst, ja, der kann das halt nicht lang ab. Der reißt halt dann relativ schnell. Simon Neumeier, also, um die Frage abschließend zu beantworten, wenn man es kann, würde ich es einfach noch wickeln. Ja. Ja. Simon Neumeier fragt, wie verhindert man das Reißen der Karosse? Durch Verstrebungen oder Ähnlichem? Ah, da geht es um das Auto vom St. Lückens, da ist ja der Unterboden gerissen und die Spritzwaren angerissen. Ja gut, du hast ja, also der Punkt ist, das darf man nicht vergessen, also dieses Reißen der Karosse, irgendwann gibt immer irgendwas nach. Ne? Ja, das sind auch Beanspruchungen da auf der Rennstrecke mit 500 PS. Das Auto ist jetzt auch schon lang und sehr alt gewesen. Genau, ne? Also so, und klar, man beugt sowas vor durch Nachschweißen der Karosse, eine Zelle macht das besser, aber irgendwo wirst du immer einen Moment haben, wo halt Kräfte hingehen und da kann das halt schon mal wieder vorkommen oder es kann immer mal vorkommen, dass so eine Karosse halt reißt. Also so komplett umgehen kann man es nicht, das ist nun mal einfach so. Ja, deswegen hat auch ein Auto eine gewisse Halbwertszeit, das muss man einfach sagen. Irgendwann ist es dann einfach fertig. Und ich weiß zum Beispiel, dass so früher, so in den 90ern, wenn du ein Auto beim 24-Stunden-Rennen eingesetzt hast, dann war das kaputt danach. Also da war die Karosse einfach fertig. Ja. Weil das konnten die nicht und dann kam es ja irgendwann, kam mir dieses ganze Thema mit diesen Domabstützen zum Beispiel bei Rennwagen, das kommt ja alles daher, weil sich Dompunkte lösen und, weil diese Schläge, die du halt bei einem Rennwagen hast, um einiges höher sind. Ne, das wird ja beim Eric Sacht genauso. Definitiv, ja. Da müssen wir auch alles nachweisen. Ja, dann wird er erstmal 102 Meter mitspringen. Und wenn du auf Anlauf über bis runter zu den Bäcker gehen. Ja. Ja, das ist aber echt so. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wie weit ich wollte irgendwas auch noch sagen. Ja? Nee, nicht zum Thema Springen, sondern zum Thema Karosserie. Ah. Mir ist aber gerade entfallen. Ich habe dich so lange gerade verliebt angeguckt, da ist mir gerade alles entfallen. Das verstehe ich. Alzheimer incoming. So, ich kann mal weitermachen. Ja, mach mal weiter. DK fragt, kann man das Sperrdifferenzial vom MB6-Gang-Getriebe einfach in ein 5-Gang-Getriebe verbauen oder muss man da was umbauen? Das kann man direkt, also jetzt kommt es drauf an. Nur der Sperrkörper würde Sinn machen. Aber das komplette Differential ist halt Bullshit, weil dann hättest du 5-Gang mit 3,6er Achse und da fährst du ja im ersten Gang 90 oder so. Das ist ja echt ein bisschen blöd. Ne? Also, hat der jetzt wenn du nicht gerade 600 PS fährst. Genau, so sind schon die Elastizitätswerte bei so einem Auto halt 100, 140. Ja. Die Messungen können da zum Problem werden. Und dann ist halt ewig. Also das macht keinen Sinn. Also wenn, würde ich immer gucken, dann musst du halt den inneren Körper umbauen. Das ist aber auch sauteuer, weil da musst du eigentlich neu lagern, musst neu abdichten und Lager kostet echt Geld. Wird immer eins aus dem 5-Gang besorgen. Das macht mehr Sinn. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, wegen Karosseriereißen. Ja. Was ich sagen wollte, hast du schon mal, oder hast du bestimmt schon mal gehabt, aber bei welchen Autos kommt es genau vor, dass Gas- und Kupplungspedalerien abreißen? Hast du es schon mal gehabt? Nee, ich weiß aber zum Beispiel, ich hatte das schon mal, dass eine Spritzwand reißt vorne, wo du auf die Bremse trittst, nämlich beim MX-5. Spritzwand? Ja. Nee, das hat schon nicht, aber Pedalerien hatte ich tatsächlich schon gehabt. Ja? Ja, bei meinem Rechtslenker NA damals zum Beispiel war das auch, da war das Kupplungspedal rausgerissen. Also dieses Blech, wo das ja montiert ist, ist ja die, ich sag mal, diese Pedalerieeinheit. Ja. Ja, und da war so ein, es war einfach ein Riss, weil irgendwann konntest du die Kupplung treten und du hast gemerkt, die ist weich, aber du betätigst die gar nicht. Ich dachte erst so, ich habe Luft in der Kupplung und dann gucke ich unten, während ich betätige und sehe einfach, wie das ganze Blech nachgibt, weil das so eingerissen ist und das war ich schon. Ein Mensch. Ja. Ich hab den Tag drauf getreten. Nein! Also ich hab so einen Fußraum gelegt. Ich glaube, der Mikro ist in die Ritze gefallen. Ich hab mit der Hand betätigt, hast du es halt gesehen, dass unten gerissen war. Und das Allerschärfste war, es war einfach schon mal geschweißt und es dann direkt wieder halt neben der Schweißnaht wieder gerissen. Aber das Pedal ist abgerissen. Das muss man dazu sagen, Sven Lütgens hat Angst gehabt irgendwann mit seinem Auto, mit der Wagenwald, weil du so fest auf das Pedal drauf trittst, dass das Pedal mal abreißt. Und da habe ich mir gedacht, jo, der sieht auch irgendwie Wahnsinn vor Augen, aber das stimmt gar nicht. Wenn du sagst, es reißt doch mal ab, also es ist gar nicht mal so weit hergeholt. Also da müsste man auch überlegen bei den anderen Rennwagen, noch auf Wagenwald, ob man vielleicht die Pedale verstärkt. Ja, also bei dem war das gewesen und dann ist halt auch wieder die Sache, warum passiert das? Hat da einfach mal einer so bestialisch oft die Kupplungen nacheinander getreten, bis halt das irgendwann weich wurde? Weil so ist es wieder mit der Karosserie, weißt du? Mhm. Das sind immer Punkte, die sich einfach, wo immer dann Spannung drauf ist, ja, und wie Blech, wenn du es nur halb einsägst. Dann knickst es noch 6 Mal in die eine Richtung, irgendwann reißt es komplett ab. Ja, und irgendwann hast du ja auch so in der Karosserie auch so Zugpunkte,
die sich dann dehnen, biegen, überstrecken und irgendwann kommt es vielleicht zu einem Riss, ja. Wenn du dann halt gerade noch so ein Auto hast. Das, ja, gut, das Auto hat ja alles erlebt. Genau. Ich wollte gerade sagen, das wurde ja tausendmal umgebaut, da wird das gemacht und das und hier und da. Der hing ja auch schon öfter am Kran. Ja, schon öfter mal am Kran, ja. Aber das ist halt das Gute, das Auto hat ja so viele Evo-Steps mitgemacht. Ja, ja. Ne? Auf der anderen Seite ist der Fahrzeugschein von dem Auto relativ viel wert. Das sind so viele Eintragungen, die wird man halt nicht mal eingetragen bekommen, das ist echt krass. Oh. Oder gibt es ja Mittel und Wege? Ja, das ist schon, also das sind schon Sachen, die wird man irgendwie nicht mehr hinkriegen. Mhm. Keine Chance. Ja, nicht eintragen, sondern eine Karosserie. Ja, das ist richtig, eine Karosserie. Also man kann, das geht immer noch, muss man aber anmelden. Beim TÜV haben wir sogar ja vor 2 Jahren schon mal gemacht, das nennt sich Karosserietausch. Ja, genau. Du kannst halt sagen, guck mal, mein Auto ist irgendwie so im Arsch. Bei einem Ford Taunus habe ich das mal gemacht. Karosserietausch? Nee, also ich habe aber die Fahrgestellnummer umschweißen müssen, weil das Stirnbandblech so verrostet war, dass es einfach, und dann haben wir das gemacht. Wurde sogar im Schein eingetragen. Genau, es muss auch vom Sachverständigen abgenommen werden, genau, weil das ist nämlich wichtig. Du musst es mit dem vorherigen Sachverständigen durchsprechen, dann macht der Bilder auf dem alten Auto und dann kann man argumentieren, ja klar, würden diese Eintragungen nicht mehr funktionieren, aber ich bin jetzt gerade in den Verkehrsunfall geraten, würde gerne ein neues Fahrzeug genauso haben mit meinen alten Teilen. Da gibt es aber eine Bedingung, das ist ganz wichtig, das ist nämlich, was viele Leute dabei missverstehen. Ein Karosserietausch funktioniert nur dann, wenn ich das Auto exakt 1:1 dupliziere und nicht sagt, naja gut, jetzt bin ich gerade dran, da bauen wir nochmal das Fahrwerk um, die anderen sitzen wir nur noch und war auf anderen Fälschen, ja, genau. Dann ist die Nummer durch. Es muss 1:1 dupliziert werden, dann geht sowas. Ja. GST fragt, hallo, guten Rutsch euch allen ins neue Jahr. Was ist eigentlich mit dem blauen V6 ND? Warum wurde er nicht fertig? Und was ist mit den anderen 2 V6 NDs? Würde mich interessieren. Alles Gute und macht weiter so. Der eine steht beim Lennart und der eine steht bei uns. Da wird sicherlich im, ich denke irgendwas so Ende Februar wird es dazu ein Update geben. Da hapert es noch am Ende des Tages etwas an der Zulassung. Das hapert aber auch daran, weil wir brauchen noch eine Genehmigung als fertiger Hersteller. Und hier kann ich eine Sache schon vorwegnehmen. Das Auto wird kein Mazda mehr. Das ist das erste Auto, die unter SPS laufen. Also unter eigener Fahrgestellnummer, eigener Schlüsselnummer und eigenem Herstellernamen. Bringst du die Bierkiste dann auch unter Weber raus? Ja, die fahrende Bierkiste wird dann auch. Das wird das Spiel sein. Weber Fahrzeugtechnik Prototyp 1. Ja? Ja. Das wird, ich finde das ja ein sehr geiler Name. Ja. So, wie haben wir das nochmal? Das, Spieß 1. Nee, Evolution 1. Nee, aber das Ding heißt mit Pyjama. Pyjama? Nein. Bananas in Pyjamas, ne? Nein, wie hieß denn? Das Auto hat einen Namen. Pure, genau, Pure 6. Ist der Name von dem Auto. Hast du schon mal Pure 6? Sag mal, ohne meinen. Lang ist es hier. Warum Pure 6? Alter? Warum nicht Pure 1? Wenn es doch die Nummer 1 ist. Pure steht für pur, das ist die Lautstärke. Danke, danke. Ich dachte, es steht für Abenteuer. Und 6 wegen 6 Zylinder. Ah, okay. Dann habe ich es ja völlig falsch. Ja, du hast komplett falsch in der Brille. Ich habe ja schon wieder. Ganz komisch, woran du wieder denkst. Gedanken gehabt. Tut mir leid. Das war, weil du heute Nacht wolltest, dass ich zu dir ins Bett komme. Ja. Deswegen sind die was auch Glück, bist du auf deine Luftmatratze geblieben. Black Red. Der ist schon vorgelaufen. Ich habe die auch extra nur. Ich habe ja 2 Luftmatratzen. Eine ist 2,20 lang und eine ist 1,80. Die hat einen Löwe bekommen. Ja. Ja, und ich habe die gegeben, die ist nur 1,80. Ich dachte, warum? Ich wollte einfach meine Füße hier hinten raushängen lassen. Das hört nicht auf hier. Ja, Black Red Miata fragt zu dem letzten Update-Video, was vorm Jahreswechsel kam. NBFL mit Einzeldrossel, Tracktool oder legal für die Straße? Straße. Oh, Einzeldrossel, das ist ja das mehr. Muss ich sagen, es kickt mich, gell? Ja, ist aber auch richtig Arbeit. Also bis das dann mal richtig, richtig geil funktioniert und fährt und bis der TÜV hat, da ist auch 3 kWh mehr, kann ich dir sagen. Oder noch Geheimratsregel 2 cm länger. Ich habe jetzt schon lang. Nee, so allgemein. Ich stehe total auf den Sound. Ja, also allgemein, aber das muss auch gehen, der Kopf muss auch gehen. Beim Wankel ist ja ganz extrem, muss ich sagen, wenn du jetzt nicht gerade Peripheralport nimmst, dann geht halt nicht so viel, gell. Da ist immer so dieser Step, wenn du dann einen Lader drauf machst, im Extremmoment halt, das killt halt alles. Ja, aber ich finde schon, dass du... Aber trotzdem dieser Sound, da stellen sich wirklich bei mir die Nackenhaare bis hier hoch. Das ist einfach geil. Ja, habe ich ein paar. So ganz... Also die bei dir hier oben geflüchtet sind, hier, sind bei dir auf den Rücken gegangen. Mein Beileid. Das ist ja nur so ein Pflaum wie mein Bart. Das ist nur so ein Pflaum. Ja. Aber das ist aber sexy, ich liebe das. So Einzeldrossel, klar, wenn du
Ja, nee, ich meine, wenn du, was hast du jetzt, wenn du so einen 1.6er hast, du machst einen kleinen Lader drauf, nichts Spektakuläres, hast du schon deine 200 PS, ne? 22. Ja. Und wo kommst du mit Einzeldrossel hin? 180? 130? Die Einzeldrossel bringt dir, das ist ja der Punkt, auf einen Zane-Motor. Beim VVT geht's noch, da kannst du ein bisschen mit der VVT-Welle spielen. Ja, aber was kommst du so maximal? Es war jetzt eher so maximal Output mit so einer Einzeldrossel im MX-5. 235 PS. Oh, das ist doch viel. Ich habe jetzt gedacht, so ein 1.8er. Ja, dann machst du alles. So. Ja, dann hast du alles gemacht. Colton Bloyle, Nockenwelle, ja. Kopf bearbeitet. Alles, was geht. Die Scheiße ist, wenn du jetzt... also sagen wir so, dieser typische... Also ich finde, ein guter Step zum Beispiel ist, den Unterbau, gescheite Ölpumpe drauf, Kolben... nimmst du hochverdichtende, Bloyle kannst du original lassen, machst irgendwie so eine Stage 2 Welle rein, da fährt das im Alltag noch ganz gut und dann hast du so 200 PS. Dann fährt das eigentlich schon gut, wenn die Übersetzung passt. Und dann hast du auch Pure, ne? Das ist Pure 4. Weil, da muss man ja, jetzt erzähle ich ein bisschen was davor, weil es gibt, wenn, also es gibt ein Modell von uns dann, ja. Und das ist Pure 4, also ein MX-5 ND, unwahrscheinlich radikal aufgebaut. Ja. Also ohne Airbags, mit Straßenzulassung im Jahr 2023. Kann man so zulassen, wenn man Hersteller ist. Und das machen wir einmal jetzt, ja. Siehst du mal. Das wird Endlevel. Gibt's sexy. Auch ein Pure 2. Das wäre dann ein ND mit zwei Scheiben Wankel. Ohne Airbags. Und Euro 6 D Temp. Ja. Und im Jahre 2023 zugelassen. Das, wenn man ein eigener Hersteller ist. Das geht nicht. Weil die Abgasnorm muss ich ja schon einhalten. Ja, das wird eng. Ja, das ist noch so ein Wobei, wir könnten uns ja vielleicht den MX-30 kaufen, der als Range Extender jetzt kommt. Ja. Kaufen zwei davon. Ja. Dann haben wir zwei, machen aus zwei von den Motoren ein. Das wäre jetzt eine Idee. Ja, das ist Wahnsinn. Das lassen wir lieber. Also, falls jemand zwei MX-30-Karossen dann kaufen will, wir hätten dann zwei. Ja. Aber ich finde ja ein MX-30 ein schönes Auto. MX-30? Ja. Ja, weißt du warum? Warum? Zeitlos. Nee. Ach guck so. Mal, die Türen. Ach so. Ja, die Erich. Rallye-Projekt. Serda fragt zu Ollis Auto. Zu Minute 36. Sehr gerne mehr solcher Clips. Ollis NA ist schlichtweg der am schönsten gebaute NA. Wie sieht es mit einem Update zu dem schwarzen Kampfzwerg NA aus? Der kommt jetzt irgendwann wieder zurück im März. Da machen wir nochmal TÜV. Und dann tragen wir das mal alles in und dann machen wir nochmal Straßenzulassung und dann machen wir nochmal ein Video. Weil aktuell ist immer noch so, dass die Gas zuhängt. Ja. Das ist ja. Das was, man in, dem, was das? Man in dem Video nicht gesehen hat. Genau, in dem Video siehst du nur, wie ich voll durchbeschleunige. Und ich wusste einfach, dass wenn ich jetzt Vollgas gebe, bleibt die Drosselklappe auf Vollgas hängen. Könnt ihr das vielleicht nochmal einblenden? Ja. Der Löwe sitzt neben. Das ist halt schon krass, wenn halt 1,8 Bar Ladedruck und 500 PS ja. Ich halt dann Vollgas nach vorne beschleunigen. Ja, und konntest du dann mit dem Fußzeh wieder hochholen, das Gaspedal oder nee? Nein, die klemmt vorne, vorne die Drosselklappe. Das hat schon mal beim MBV. Da musst du gegen beim MBV. Ja, beim MBV. So ein Tier. Das waren ja, das Problem ist, 2 Liter. Was hat der 136 PS? 136 PS. Ist ein FS-Motor, ja. Ja. Das war auch schon kriminell. Kannst du auch nicht einfach auf die Kupplung treten. Geht der hoch, mal sehen aus. Ich hab eine gerade Stelle ausgedrückt, wo ich das ausprobiert habe. Dann habe ich ihn vor der Kurve einfach ausgemacht. Ja. Ich wusste ja, was passiert. Ja. Und dann sind wir rumgerollt. Ja. Dann habe ich die manuell die 1000 wieder zurückgestellt. Und dann, weil bis Viertelgas kommt man gehen. Boah, das war auch krank, Alter, der damals MBV wieder hochgedreht hat. Ich dachte, der ist kurz wie ein Diesel. Weißt du, ein Dieselmotor und hätte Öl angesaugt. Das macht er aber nur einmal. Ja. Das macht er wirklich nur einmal. So. Jo, zum 400 PS MX-5 Turbo MB, Leberwurst. Mhm. Klickerkleck fragt, maximale Geschwindigkeit? Wenn ihr hoch ist gestern. Ah, die Leberwurst gehabt. Boah, das war ein Arschloch. Maximale Geschwindigkeit fragt er einfach nur. Was der fährt? Ja. Fährst du nicht nochmal zwei? Also der hat 6-Gang drin, 3-6er Achse, 258 Begrenzer. Bei 7-4. Money. Und er fragt außerdem, kannst du ein Video machen, in dem du sagst, was du alles getuned hast und woher du die Teile hast? Von welchem Auto? Auch das Leberwurst. Die Teile sind von dem Videoanbieter. YouTube. Da kannst du alle kaufen, alle. Und was noch? Wo er alles gekauft hat, das war alles von uns. Ja, und was du alles getuned hast.
Das ist ein Leistungspaket, 380 PS, da steht alles drin. Kannst du einfach drauf verweisen. Im Job. Im Job. Im Job. Im Job. Oh Gott. Da waren einige englische Fragen. Hast du das Paket dann noch geschnürt? Ja. Händisch. Ja, händisch. Perfekt. Adrian609 fragt zu Semyons 323 GTR. Und auf wie viel Bums ist er nun aufgeblasen? Wir hatten etliche BGs und ich liebe diese Kisten. Auf Details gehe ich jetzt nicht ein. Ja, weil wir das Ding haben, wir waren nie auf dem Prüfstand. Der muss schon Leistung. Für so ein 323 ist das schon schnell, muss ich sagen. Der ist schnell. Der Problem ist, wenn der Semyon sogar drin sitzt, ist der noch schnell. Das wäre ja, brauche ja auch Leistung. Weil da sitzen ja auch 185 Kilo am Fahrersitz. Ja. Denkst du, der hat 185 Kilo? Ja, der Semyon. Aber nur in einem Bein. Was wird der haben? Also, ich kann es hier relativ gut sagen. Wir haben so 1,3 Bar, 1,35 Bar. Bei 18 Grad Zündung. Schätzung ungefähr so 0,1 PS auf 1 Kilo, wenn du immer drin sitzt und vollgetankt. Nee, er hat 330 PS, denke ich mal, 450, 460 Newtonmeter. So. Also, 300, also die 3 steht auf jeden Fall vorn. Ja. Das merkst du beim Fahren, das fällt schon sehr schnell. Also ich finde halt so nach wie vor so ein 323 oder allgemein so ein alter Master, gell? So bei 150 schon die Spiegel außen anfangen zu flattern und so. Wir müssen aber das unbedingt mal, das werden wir jetzt machen. Wenn das Wetter besser wird, dann werden wir anfangen, mit Marius an Autos zu fahren. Da gibt es nämlich ein Auto, das ist nämlich richtig lustig zu fahren, das ist nämlich Design 323. Das ist nämlich eins der ersten Autos, das ging komplett so unter. Das hat mich relativ viel Leistung. Müssen wir vielleicht mal zusammen da vorhin mal mit dem Laptop fahren, weil es nämlich noch ein Datenstand von 2015 drauf. Aber das ist halt schon lustig. Weil wenn du 150 ins Gas trittst, brauchst du einfach zwei Spuren. Ja, also ich hatte so wirklich, da hast du bei dem vierten Gang... Wenn der Lader dann spult, also 1,8 Bar Ladedruck, dann hast du bei 150, 160 kriegst du Wheelspin auf einmal. Ich dachte am Anfang immer erst die Kupplung rutscht, ja, aber es ist nicht die Kupplung. Einfach die Räder drehen. Ja. Weil es riecht dann auch kurz nach Gummi dann. Das ist wirklich dann, das ist wild. Das ist kriminell, das Auto. Ja. Wirklich. Also es ist halt wirklich mit Frontantrieb, das ist so eine Gartenfräse. Also wirklich mit Hacko nach Monaco. Wenn so ein Achser fährst, so. Das ist wirklich unkontrolliert. Ja, komplett. Aber das ist geil. Und deswegen würde ich damit gerne mal, also das, da gibt es einige aus, ich würde ganz gerne mal mit dem RX-7 jetzt mal fertig ist, ne? Dann Autos sind ja noch dauer. Mit dem Formel-Auto. Damit fahren wir schon Elektromotor mit dem Formel-Auto, gell? Das sind ja fossile Brennstoffe. Ja. Aber das wird auch gut, muss ich sagen. Ich denke mal so 2025 realistisch. Ja? Wir machen jetzt erstmal das Rallye-Auto fertig. Da habe ich jetzt neue Luft getankt für. Also für meinen Kopf und für meinen Geist. Neue Luft getankt. Neue Luft und neue Motivation. Ja gut, seitdem der auf den Rädern steht, ist dann halt... machen wir hier mal deinen IMSA Breitbau 24 Daytona-Verschnitt fertig. Verschnitt vor allen Dingen. Ja. Und dann gucken wir mal. Ronny Siegrist fragt... Was haltet ihr eigentlich generell von Boost-Cooler-Systemen? Zum Beispiel solche von Snow Performance bei Turbo-Umbauten. Und wenn man schon eskaliert, soll ja bei gewissen Leuten an der Tagesordnung sein, so in Verbindung mit einer Lachgaseinspritzung wäre doch das doch eventuell was für einen Drifter oder etwa nicht? Grüße gehen raus, Frage für einen Freund. Bin ich 100% bei ihm, weil bei seinem Auto würde ich es auch mega anbieten, weil der Lader ist sehr groß. Dem ist der 2,5er Single-Turbo, der schwarze NB. Ja. Und da wäre halt geil, wenn man mit NOS untenrum den Ladedruck anschiebt mit Anti-Lag, damit das Ding halt mehr Bums von unten raus hat. Weil das könnte ich mir vorstellen, macht gerade so das Gasgefühl geil. Die Frage ist nur, ich wüsste gar nicht, wo ich sowas abstimme. Weil auf unserem Prüfstand geht es auf jeden Fall mal nett, da müsste ich einen Hub-Dyno haben. Weil wenn ich bei uns 600 Newtonmeter bei 2500 Drehungen auf die Mutter drehe, einfach durch. Das ist wie wenn du Marius bei 150 von 3 zu 3 Gas gibt. Dann riechst du auch nur nach Gummi. Ja. Das ist allgemein mal gespannt. Ich bin ja, also ich habe ja dieses Wet-System für mein 323-Papier. Oh, das wird auch eine wilde Nummer, wie das so fährt. Sauger Wankel mit NOS. Weil, ach du? Ja. So, mein Kombi. Ja, ich habe ja auch ein Wet-System, so mehr für Frauen. Ja. Ja, Rebecca Pauline. Mach die Füße hoch, der kommt flach.
der, ja, wie du fährst, noch in dem Kombi. Ja. Ich habe mir ein Wirtsystem gekauft mit einer 10-Liter-Flasche hinten drin. Und zwei Düsen, halt als nass mit Sprit noch zusätzlich. Wet ist die englische Übersetzung von nass. Ja, genau. Es gibt ja die Try-Systeme, die sind ja praktisch nur so nur. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ja, ein Try-System hast du praktisch nur dein NOS, also das reine Gasgemisch, was du zuführst. Und bei den Wet-Systemen spritzt du, also hast du praktisch noch Sprit mit angeschlossen. Ja. Und du spritzt dann Sprit und NOS mit ein. Und das ist besser? Du kannst halt noch mehr Leistung fahren, ja. Ah, was fährst du da für einen Port drauf? Da ist ein Large Street Port drauf. Ja? 12A. Warum brauche ich das eigentlich beim 12A? Egal. Ja, genau. Ja. 12A, Large Street Port, Einzeldrossel von EFI Hardware. 50 mm Drosseln. Schauen wir mal. Ich hoffe, also wenn du so liest, es gibt ja viele in Amerika tatsächlich, die so Viertelmeile mit sowas dann fahren, weißt du, so Sauger, 12A 13, 12A nicht. Aber ich schätze mal, der, also wenn der vorne gerade eine 2 stehen wird, wird schon asozial feiern. Ja, das sollte er mal machen. Ja, oder? Ich denke schon. Ja. Was glaubst du, was da los ist? In so einem verschissenen 3-2-3 kommen ich mit NOS. Wild. Ja, Rebecca Pauline fragt, hey der, erstens, ja. Nach der Frage des Fragefürsten bezüglich der Uniballager, wie winterfest sind eurer Erfahrung nach rostfreie, in Klammern also instand gesetzte und mit Wachs, Fett etc. versiegelte in ANB allgemein? Mir persönlich ist das ja zu riskant, aber ich sehe recht viele alte Roadster im Wintereinsatz. Also grundlegend gesehen ist, dass der Jan bei Achsumbauten allgemein nie Fett und Wachs benutzt. Der stummt die Dinger ja immer trocken in die Löcher, weil er ist ja auch Mr. Wet, hat er eben gesagt. Ja. Ich musste ja gestern auch schon wieder 25 Mal machen, weil der hat die Schraube schon drin, bevor ich da mit meinem Fettkanister um die Ecke kam. Ist so. Ja, du übertreibst aber. Ja, aber das ist du übertreibst. Das ist, glaub's mir. Das da fliegt man danach mit, der, mit dir. Nein. Der ist glaub Spülfett mir, bei mir kannst du in 10 Jahren, fahr ich vorne auf der Vermessstand. Ja. Da muss ich nicht vorhin die Werkstatt lösen, gangbar machen. Das gibt's bei mir nicht. 10 Jahre später fahrst du auf den Vermessstand, stellst ein, fahr wieder raus. Mhm. Glaub's mir. Bei mir auch, weil ich vermess 6 Mal im Jahr. Oh nee, wieder gegen Bordstein gefahren. Also zu der ersten Frage, Uniball-Domlager, irgendwas gefragt? Das war im letzten Frage-Antwort. Okay. Also ich würde behaupten, dass wenn du einen MX-5 NA nimmst und du alles fettest, wie auch immer, ist das mal scheißegal. Wichtig bei der ganzen Nummer ist, du musst das Ding Hohlraum konservieren und das nicht zu knapp. Also da darfst du halt einfach nicht sparen in die Hohlräume. Und dann vor allen Dingen, da bin ich ein sehr großer Fan von, das ist von so transparentem Unterbodenwachs. Das bläst du halt darüber. Das stinkt zwar wie ein Kuh, wenn du es erstmal das Auto anmachst und wenn du an dem Auto schaffen musst, dem Monteur hat auf jeden Fall keinen Spaß. Aber dann kriegst du das in den Griff. Und dann... Ich bin kein Freund von Waschstraßen, aber gerade nach dem Winter, dieses Unterbodenwäscher-Ding in so eine Waschstraße mit diesem Heißwasser und so, das ist halt wirklich gut, weil du holst nämlich dann diesen Wachs-Dreck-Salzgemisch wieder da runter und dann spülst du halt den Wahnsinn wieder drauf. Weil wir haben 2-3 Kunden, die haben explizit bei dem Fahrzeugaufbau ihres Autos gesagt, ich möchte mit dem Auto im Winter fahren, nicht wenn Schnee liegt, aber wenn es das Wetter hergibt, habe ich keinen Bock darauf, Rücksicht zu nehmen, ob da gerade Salz oder nicht Salz liegt. Ich will damit einfach fahren. Und das bin ich ja auch ein Fan von, dass man so Autos einfach bewegt. Ja. Und dann geht es halt so. Dann ist es kaum ein Problem. Ja, und dann sieht das Auto von unten halt aus wie eine Tropfsteinhöhle. Genau. Das den Kompromiss wird man gehen müssen. Und ich sage ja, diese Unterbodenwäschenummer bei jeder Aral oder bei einer guten Waschstraße, so gut kann man das nicht sauber machen. Also ich habe das einfach beim Patrol gesehen. Da habe ich das einmal machen lassen. Und da kam wirklich jeder Dreckfussel damit runter. Danach halt einmal alles eingeduscht. Ruhe. Danach ja, haben die auch die Waschstraße neu aufgelegt. Ja. Und zweitens zu eurem NB Whitebody. Mich würde mal interessieren, welche Felgen ihr nutzt und wie sich dabei die Eintragung gestaltet. Gibt es überhaupt 15x9 ET0 mit Festigkeitsgutachten? Ja. Danke. Die Felgen gibt es mit Festigkeit. Ich weiß aber gerade leider nicht genau welche. Die gibt es. Und wir sind gerade an der 10-Joch-Lösung dran. Also mit TÜV. Mit einer Problem 10x15 mit TÜV. Weil das ist echt ein Problem, sage ich so wie es ist. Wir haben den Body rausgebracht, da war 4JWL-Eintragen kein Thema. Jetzt mittlerweile ist 4JWL-Eintragen ein Thema.
Und genau aus diesen Gründen kommt jetzt aber irgendwann ein Reifen oder da kommt eine Felge mit TÜV. Jo. Martin Horber fragt, hey alle zusammen, eine Frage zum MBFL-Nebelscheinwerfern. Gibt es zu den Originalen gute Alternativen, die wie Originale ausschauen, ohne große Umbauten, keine LEDs oder Tagfahrlichter und habt ihr sowas im Shop? Jan.exe has stopped working. Und warum keine Originalen genau, wenn es wie Originale aussehen sollen? Das ist nämlich genau das, was ich nicht verstehe. Also wir haben sowas nicht im Shop. Oder hat euch eine kaputt gefahren und die neuen gibt es nicht mehr und sind oder ultra teuer oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Also ich kann, also die, ich wüsste nicht, was es im Zubehör gibt, erstens, und zweitens, ich wüsste auch nicht, was man nimmt. Also wie gesagt, also es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder sind die von Mazda nicht mehr zu bekommen oder ultra teuer. Also da habe ich nie genau so gesagt, weil meistens baue ich halt, Original-Nebelscheinwerfer aus, muss ich echt sagen, macht halt Bremsbelüftung hin. Das ist halt bei sehr vielen Kunden von uns, also gerade, das merke ich immer wieder, dass wenn auch Kunden bei uns anrufen, die gerne Originalteile haben wollen, das ist ein Produkt, das wir gerne mal irgendwann mit anbieten würden, aber da sind wir so schlecht, muss man echt einfach sagen, weil das... Bei Originalteilen brauchst du halt auch Unmengen Lagerfläche, genau. Da musst du dir die Sachen auf Lager legen, weil kein Mensch bestellt einen Ölfilter, weil er in vier... Ja, aber Ölfilter, so sagen wir. Ölfilter geht ja, ja, aber ich sag mal so, ich sag mal so, die L-Jungs, das machen die halt schon gut, ne? Also die haben dann Seitenwände auf Lager, die haben da Türen auf Lager und so, das ist schon gut, ne? Also das ist einfach, wo ich mir sage, klar, benutzen wir die Sachen auch für unsere Autos, aber das ist für mich jetzt kein Shop-Produkt. Vor allen Dingen geht das Drama dann los mit der Verschickerei, da kommt das andere, ist dann eine Beule drin oder der DPD-Fahrer ist drüber gefahren oder das UPS-Auto dagegen. Also das sind ja alles Sachen, die... ja. Serda fragt, was haltet ihr eigentlich von Skid Nation Differentialverstärkungsplatten, die mit Schrauben verstärkt werden, statt dem Einschweißen der Platten? Und reicht es eurer Meinung nach aus für Stage 2 Umbauten mit 2 M10er Schrauben pro Seite die Sollbruchstelle zu verstärken? Vielen Dank. Kennst du das Problem? Dass die Diffs hinten abreißen? Ja, ich kenne auch das Verstärken, aber ich kenne das nicht als geschraubte Variante, muss ich ehrlich sagen. Doch, gibt es mittlerweile von ein paar Firmen, die bohren durch das Differential und machen dann so Platten drauf. Und meiner Meinung nach ist das Bullshit. Hätte ich jetzt auch einfach mal getippt, weil wenn ich irgendwo bohre, habe ich ja wieder eigentlich eine Schwachstelle. Genau. Egal, ob ich dann eine Platte drüber mache, ist für mich jetzt erstmal... Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht mal bildlich vor Augen, wie es aussehen soll, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Also das ist mein Punkt, ich wüsste nicht... Ich könnte mir nur vorstellen, wie es funktionieren könnte. Dann müsste das so ein relativ fetter CNC-Block sein, den du quasi in diese Hohlräume einschiebst, damit du die Querbelastung über den Block abwälzt und du das dann wieder festschraubst. Dann könnte ich mir vorstellen, eine Platte kann ich mir vorstellen, wenn ich eine Platte von links nach rechts draufsetze und einfach nur festziehe, weiß ich nicht. Da bin ich eher ein Freund vom Schweißen, muss ich sagen. Ja. Du hast zwar da auch einen Wärmeeinfluss auf, ja, auf dann Material, das hält. Aber das hält. Wenn du da Material dazu gibst und dann hast du da noch eine Platte. Was nimmt ihr dann mehr Platten? 3, 4, 5? 5 mm, glaube ich. Ja, der Lennart macht das ja auch. Relativ dicke Dinger auf jeden Fall. Genau. Das ist natürlich schon eine saubere Lösung. Ne? H fragt. Hi Jan, ich hatte bei Instagram ein Fiberglas... Jan hatte bei Instagram ein Fiberglas-Hardtop gepostet, das sehr leicht sein soll. Bitte mal die Unterschiede bzw. die originalen und nicht originalen Varianten benennen. Habe da noch nie etwas von gehört und was es da so gab. Danke. Ich habe bei Instagram ein Fiberglas-Hardtop gepostet. Ich erinnere mich dran, du hast wahrscheinlich, ich glaube, von jemandem. Du erinnerst dich daran? Geteilt. Du erinnerst dich daran? Ich glaube, es war von Adrian Janke. Ja? Ich glaube, der hat so ein Hardtop gepostet gehabt, so ein Carbon oder Fiberglas. Also ich weiß, dass der Michael von den Krakenkrümmern, der hat jetzt auch eine Carbonproduktion. und der stellt auch jetzt Carbon-Hardtops her. Ich weiß aber auch, es gab GFK-Hardtops für die NAs von 89 bis 93. Und wenn du bei einem, aber bei, das muss man einfach mal ganz klar sagen, wenn du bei einem Hardtop schon mal diese Glasscheibe hinten rausnimmst, die nur Plastikscheibe setzt und diese elendsschweren Verschlüsse noch ausbaust und die zu ganz normalen Schraubverschlüssen umbaust, dann ist das schon mal eigentlich leicht. Der Marius hat mich die ganze Nacht vom Schlafen abgehalten.
Gestern war ich müde und morgen sehr müde. ja. Ja. Der Fernseher hat mich so fasziniert, die ganze Zeit. Nein. da, was wollte ich denn sagen? Ja, wir könnten das auch machen. Wir können mal so ein Fastback wiegen, wir können mal ein normales Dach wiegen, das ist ja wirklich kein Problem. Ich muss gerade mein Gen unterdrücken. Studio Wahnsinn fragt, was ist denn die Geschichte zu dem 928, der da rumhängt? Ach, da gar keine. Das ist einfach ein Bekannter von uns, der hat da TÜV bekommen und wir haben da ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ja. Also gar nichts Wildes. Ja. Das ist auch nur, also da haben wir eine Achsmanschette gewechselt, an die Hinterachse abgedichtet, so ein paar Kleinigkeiten. Nichts Wildes. Der Pillemanerator sagt, hey, sind die Schalen der Lotus-Sitze auch überarbeitet? Die sehen aus wie beflockt von den SPS-Sitzen. Die sind nicht beflockt. Die sind überarbeitet. Es gibt so ein paar Punkte bei den Lotus-Sitzen, die ich einfach gesagt habe, die nicht so gut sind. Und vor allen Dingen, das ist das Thema Steifigkeit, wo man immer wieder merkt, dass die relativ viel Flex haben. Und das war mir wichtig, dass es bei der Neuauflage der Sitze nicht mehr so vorkommt. Deswegen wird in den Sitz noch eine Kevlar Lage mit eingearbeitet und dann sind die auch stabil, also unsere Sitze. Die haben hinten so eine Art, da ist ja auch so ein Stoff drauf. Ja, der wird geklebt, das macht die Sache rund. Genau. Ja. Das ist das, was wie beflockt aussieht. Ja, das macht die Sache rund. So. Mit Luischen. Letzte Frage, würde ich sagen. Ist das letzte Frage? Manun 1 fragt fürs Kona, welchen Reifenluftdruck empfiehlt ihr einem NBFL 1.8er mit einem 245/16 NS2R Reifen auf einer JL3? Vielen Dank und beste Grüße. 1,9 bar. Wann? Bei einer Außentemperatur von 22,49 Grad bei Dietzer Landluft. Ich würde sagen, Auto warm, Reifen warm, 2 bar. Ja, das ist nämlich immer 1,9, 2 bar. Genau. Das ist ganz gut. Und ich sage mal, so ein Straßenfahrer bietet sich immer so an, so 1,8 kalt, 1,7. 1,8 vorne kalt, 1,7 hinten. Ja, auf der Straße kriegst du die Dinger ja gar nicht richtig warm. Ja, deswegen muss der Gap kleiner sein. Ja. The Gap. The Gap. The Gap. Wer ist denn der Gap? Und warum ist der so klein? Ein kleiner Little Gap muss man machen. Jo. Ja. Ich habe gerade eine MX-5-Frage einfach dir vorweggegriffen und habe nicht in die Scheiße gegriffen. Das ist echt krass, gell? Ich werde langsam richtiger Profi, was das angeht. Das MX-5-Business. Ja, kommen alle her. Nee, ich schicke die alle zu dir. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Hast du schon links einen stehen? Hast du links schon einen stehen? Den Nenner? Ja. Ja, das ist ja ein ganz kleines Programm. Ein bisschen Lack, ein bisschen Zahnriemen. Aber das ist ja nichts Wildes. Aber wenn so wilde Projekte, die schicke ich zu dir. Weil ich mache das nicht wie hier unser Pizzalieferant. Wie? Naja, chinesisch, Nudeln, Pizza, Pasta, Döner. Der Kanal ist rumsteak. Ja, er macht alles rumsteak. Carpaccio. Macht alles, aber halt nichts richtig. Ja, das sage ich immer so, die Gemischtwarenhändler sind immer ein Problem. Desto kleiner die Karte, desto besser ist man. Ja. Jo, vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich bin gespannt. Wir werden, haben wir jetzt noch ein englisches Frage-Antwort? Du hast gesagt, es gibt noch englische Fragen. Ja, sind aber noch nicht genug für ein ganzes Video. Gut. Das wäre mir aber recht, weil da muss ich nicht so viel auf Englisch schwätzen. Das ist geil. ich denke, es werden sehr viele Fragen kommen, wenn wir jetzt den Motor machen. Also wenn Marius den Motor macht. Machen wir das jetzt mal? Irgendwas wollen wir jetzt gleich machen, ja. Ich denke, wir machen die Sitze. Ja, die Sitze oder den Motor? Nein, dann zieh ich mir jetzt ein altes Ehepaar, das ist echt lustig. Wir ziehen einen anderen Pullover, das ist ja wie gesagt, das ist ja Tribute. Oh, guck mal hier. Was ist denn jetzt? Was ist ein Glücksgift? Ein Zettel drin. 158. Was ist denn unser Gewicht? Hab ich nicht vorhin gesagt 180 oder 185? 185. Hab ich gesagt, ja. Ja, pro beiden hast du auch gesagt. Ja, wenn mir jetzt das dreht. Ja, das ist kein Zufall. Das ist wirklich kein Zufall. Ja. Es tut mir leid, Samuel. Der geht einfach ohne Tschüss zu sagen. Haben wir nicht? Nee. Macht's gut. Ha ha ha.